Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Wir sind wieder im Prospector Saloon, oder? Ach, keine Ahnung. Egal. Wir stehen auf, wir haben genug gesoffen und gehen jetzt mal wieder hier ein paar Missionen erledigen. Warum ist denn so langsam? Lauf doch mal schneller. Hallo? Lauf Lauf schneller! Hä? Lol? Warum kann sie jetzt auf einmal... Hä? Warum geht jetzt auf einmal sprinten? Man kann auch nie sprinten in Fallout. Was ist hier los? Ich verstehe das nicht mehr. Sprechen Sie... Ne, ich muss doch jetzt diesem einen Typen da Hilfe anbieten. Warte mal, ich guck gleich mal. Aber mich erstaunt jetzt gerade, warum ich auf einmal sprinten kann. Ich muss, glaube ich, irgendwas umgestellt haben. Weil... Die läuft jetzt auf einmal super langsam. Aber dafür kann ich sprinten. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so. Weil das war früher nicht so, meine ich. Oder? Ich habe keinen Plan. So, was muss ich jetzt eigentlich machen? Aufgaben. Schießerei in der Geisterstadt. Ringo, Hilfe gegen die Pulverbanditen anbieten. Und der Typ saß doch in der Tankstelle, oder? Hat die nicht irgendwas von der Tankstelle gesagt? Ist hier irgendwo eine Tankstelle? Warte. Nee. Da oben. Da ist eine Tankstelle. Da laufen wir direkt mal hin. Ja, aber das war doch letztes Mal nicht so, dass man sprinten konnte. Oder bin ich jetzt komplett plemplem? Ach, ich habe keinen Plan mehr. So, jetzt mal gucken wir mal, was der Ringo hier zu bieten hat. Was, nehmen Sie ein Stückchen? Ja, aber ich kann kein Stückchen da draus nehmen. Erstmal hier ein bisschen abchecken die Lage. Was ist das hier? Poseidon Energy. Oh mein Gott, die Kraft des Meeres. Oh, auch erstmal wieder hier halbe Sehenscheinung zu kriegen wegen dem... in der Kack-Maus-Steuerung. Oh, ich muss immer so verkrampft die Hand halten, damit ich hier gescheit steuern kann mit der Maus. Aber egal. Für euch tue ich alles. So. Da, ach, da ist er. Hallo, Ringo. Und was wollen Sie von mir? Ich bin kein Feind, falls Sie... Freund oder Feind? Ich sehe mich nur mal um. Sie sollten nur schießen, wenn Sie sicher sind, dass Sie treffen. Ich bin kein Feind. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Nein, weiß ich nicht, aber wir sind ja wegen diesem Joe Cop hier, ne? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Ja, aber ich bin noch hier. Ich habe einen fetten Granatwerfer. Damit mache ich alle platt. Was wollen Sie denn nehmen? Warum sind die hinter Ihnen her? Was machen Sie hier? Genau, was will er eigentlich machen? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Vielleicht kann ich ja helfen. Nein, danke. Wir bräuchten einen Teil von Good Springs auf unserer Seite und man hört, dass sie sich hier nicht unbedingt großer Beliebtheit erfreuen. Warum wohl? Nur weil ich die halbe Stadt schon in die Luft gejagt habe? Was wollen Sie? Aufgabe fehlgeschlagen. Oh. Okay. Ja. Warte mal, das heißt, das ist jetzt die Aufgabe... Ja, okay. Durch unseren Scheißruf am Anfang haben wir das jetzt verkackt quasi. Okay. Was habt ihr denn gerade für eine Waffe ausgewählt? Ich würde mal sagen, dann hast du auch ausgedient. Du bist tot. Peng. 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 Warum wird mir denn da nichts angezeigt? Warte mal, wo ist V? Gib mir V. Wow. Alter. Dann hat er nämlich keinen Nutzen mehr für mich. Yeah. Kritischer Treffer. Da spritzt das Blut. Komm schon. Komm schon. Erstmal in Ruhe zielen. Ja, ja. Scheiß auf Karma. Der ging mir auf den Sack, der Typ. So, was haben wir denn hier Schönes? Der hat, glaube ich, einen Safe oder so hinter seinem Tischchen. Gucken wir erstmal hier hin. Erstmal hier was noch Übriges rausholen. Karawane-Deck. Oh, ein Kartenspiel. Boah, ruckel, ruckel. Karawanisten-Outfit. Korken. Dankeschön. Willkommen auf Stufe 2. So, was wollte ich denn? Ich wollte... Ich kann 13 Punkte verschicken. Sprengstoff. Reparieren müssen wir auf jeden Fall, müssen wir es investieren.
Machen wir mal so. So. Medizin. Schusswaffen. Ja, ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Sprache. Waffenlos. Wissenschaft. Ja, irgendwie sowas. So, weiter geht's. Was können wir jetzt machen? Hier gab es noch so eine Fertigkeit, glaube ich. Genau, mit jedem Rang erhalten sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. Das heißt, wir steigen schneller auf, es sei denn, ich nehme irgendwas anderes. Mhm. Männlichen Gegnern mehr Schaden. Die Boni bleiben länger. Man kann ein Special-Attribut erhöhen. Hm. Cherche la femme. Weiblichen Gegner. Nee, wir nehmen heller Kopf, das ist, glaube ich, immer das Beste. Steigst du einfach schneller auf. So, was haben wir noch Schönes? Registrierkasse ist aber drin. Oh, 24 Korken. Jawohl. So, schlafen, Bett. Nein, danke. Oh. So kriegen wir ihn schon mal nicht auf. So, jetzt können wir hier unsere Dietrich-Fertigkeiten unter Beweis stellen. Schloss aufbrechen. Genau, ich glaube, mit F kann man den aufbrechen, aber dann besteht irgendwie nur eine gewisse Chance, dass man es... Ja, genau. Bei Misslingen ist sie doch dauerhaft kaputt. Ja, deswegen. Oh, noch ein bisschen. Ja, easy. Easy. Arzttasche. Boah, nice. Ein Bierge, ein Bleirohr, schön. Gegengift, Alter, der hat voll die geilen Sachen hier drin. Nice. Das ist doch schön. So, öffnen Kiste, was hat er hier noch? Ein bisschen was zu trinken. Hat er hier noch ein bisschen was? Nudeln. Schmutziges Wasser, ja. Hat sich doch gelohnt hier. Weil der Typ, der wäre mir so lange im Sack gegangen, hätte das alle nicht ausräumen können. So, ist hier noch was? Stehlen. Hier lebt doch keiner mehr. Und dann ist es als Stehlen oder was? Aber hier, Zigaretten erstmal. Können wir schön verkaufen. So, der Rest ist... Ach, hier ist noch was. Hui! Was? Aktivieren? Light Switch? Funktioniert gar nicht. Mensch, die haben mich voll verarscht. Was ist das für ein Geräusch? Ist das so, als wenn hier irgendwie gleich was passieren würde? Oder wartet hier irgendwas um die Ecke? Ne, wir machen mal ein bisschen Licht an. Wow, ist das hell. Oh, noch eine Arzttasche. Gut, dass wir hier nochmal hingeguckt haben. Hefe? Ne, was soll ich mit Hefe? Reinigungsmittel. Sonst ist hier nichts weiter. Ne. Es geht mir schon ein bisschen auf den Sack, dass ich jetzt immer so sprinten muss. Sonst... Egal. So. Ja gut, die Aufgabe haben wir jetzt richtig verkackt. Aber mal gucken, was können wir sonst noch machen? Ich glaube, dann nehmen wir diese Mission, oder? Besuchen Sie Mitternachtsshow. Canyon Wreck. Da sind sie lang. Beim Betreiber des Mojave Express in Prim Informationen über den Lieferauftrag einholen. Die Männer finden die... Ja, das ist denn jetzt die Hauptquest. Ich würde sagen, dann versuchen wir die zu erledigen. Aber wie weit muss ich denn da laufen? Warte mal. Karte. Weltkarte. Ach, so weit ist das ja gar nicht. Ist ja nur die Straße runter. Okay. Gut, dann watschen wir mal dahin und dann sehen wir uns wieder, wenn ich da bin. So, wir nähern uns langsam der Stadt, in dem sich dieses Haus befindet, oder dieses Mojave-Express-Teil. Uah! Es sind mehrere Standorte gefunden. Wir können jetzt schnell reisen über den Pip-Boy. So, ich habe nebenbei fleißig Bären gesammelt. Was soll man mir die bringen? Ich habe meinen Charakter nochmal ein bisschen angepasst. Also ich habe die Frisur nochmal geändert. Einfach just for the lols. Ja. ich erinnere mich gar nicht mehr so wirklich. Waren hier nicht böse Leute drauf auf dem Gelände? Ich meine, dass ich hier mal irgendwie eine fette Schießerei hatte mit ein paar Leuten, wo ich das mal gespielt habe. Aber es ist die New California Republic hier, also von daher... Oh, da kommt schon ein Angriff. Hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Prim ist verboten. Mann, hat der eine laute Stimme. Ich kann auch mich selbst... Danke für die Warnung. Seien Sie vorsichtig. Sie sollten besser mit Lieutenant Hayes sprechen. Alles klar. Im Zelt finden Sie die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Oh, dann schieße ich zurück mit meinem Granatwerfer, Junge. So hast du noch nie gesehen. Ich habe auch mal ein bisschen wieder Musik angemacht, damit sie einfach ein bisschen entspannter ist. Also wir müssen auf jeden Fall da hinten rein. Aber ich glaube, da kommen wir nur durch, indem wir... genau, er hat gesagt, irgendwie seitlich der Überführung, ne? Irgend so was. Ja, genau, da ist so eine Brücke und da sind auch Minen drauf. Und also da muss man tierisch aufpassen hier. Sonst isst man schnell mal Schweizer Käse. Ich habe jetzt übrigens auch rausgefunden, wie es mit dem Sprinten. Ich hatte außerdem die Feststelltaste aktiviert und dadurch verschiebt sich das mit dem normalen Laufen, so wie jetzt so. Und wenn ich Shift drücke, dann das. Andersrum ist normal, du läufst schnell und mit Shift bist langsamer. Das war nur der ganze Trubel, dass ich nur die Feststelltaste aktiviert hatte.
So, der Hayes, der ist, glaube ich, hier hinten in der Ecke, ne? Bei dem müssen wir auch irgendwie einen neuen Auftrag bekommen. Das wäre ja der Wahnsinn. Jolehedu. So, ich glaube hier, ne? Ja. Lieutenant Hayes. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Das ist nur ein Soldat, okay. Gut, dann komm mal her hier. Ich bin Lieutenant Hayes von der Armee der Republik Neukalifornien. 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wie kann ich Ihnen helfen? Was tun Sie denn hier draußen? Wir wurden hierher geschickt, um den Strom von Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt einzudämmen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, machen wir das nicht so gut, wie wir sollten. Mhm. Also sind da ein paar Gefangene ausgebrochen, deswegen sind die hier, ja? Die Mission ist kein Problem. Das Problem sind die Vorräte. Die Gefangenen sind besser bewaffnet und organisiert als in unseren Informationen beschrieben. Ich versuche an Verstärkung zu kommen. Vielleicht an ein paar durchschlagskräftige Schusswaffen, aber das läuft alles zu langsam. Hm. Okay, ja. Ich habe gerade etwas Zeit, also fragen Sie euch. Auf Wiedersehen. Ach so, ja, ich bin eine Frau. Ich dachte gerade hier, was willst du? Sagst du Madam zu mir oder was? Aber ich bin ja eine Frau. Ganz vergessen. So, jetzt Gasoline. Ich hoffe, dass es da nicht irgendwelche GEMA-Streiks gibt für die Kackmusik da im Hintergrund. Ja. Weil in der ersten Folge hatte ich einen ID-Treffer mit irgendeinem Lied, das da kam. So, guten Tag. Lässt du mich hier rüber? Aber hier lang Minen, ne? Da vorne. Da ist eine Mine. Boots, Junge! Weg damit. Keiner braucht die. Da sieht man, wie ungenau das ist. Ich ziele da genau drauf und dann schläge ich da unten ein. Woo! Das könnten wir sein. Das ist keine Mine, oder? Nee, okay. Liegt hier sonst noch eine? Nee. Das erste Mal, ich habe mich drauf geachtet, wo ich hier drüber gelaufen bin, im Spiel und dann pff, 1000 Teile zersprungen. So. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das hier ein Casino? Ja, da ist ein Casino. Aber wir wollen zum irgendwie Mojave Express und das müsste... Da! Der Mojave Express. Sieht sehr einladend aus, sehr neu und modern. Nur die besten Leute dort angestellt. Ja, die sich sehen, sind schon rote Leute. Oh, der zielt sogar schon auf mich. Aua! Warte, Waffe wechseln. Jetzt fahren wir dicke Geschütze auf hier. Ah, wo haben wir es denn? Granatengewehr. Jawohl. So, wollt ihr was? Da habt ihr was! Oh. Wollt ihr was? Da habt ihr was. Woohoo. Der ist immer noch nicht tot. Sterbt doch mal, ihr Penner. So geht... Der lebt auch noch. Wie viel muss ich denn hier noch einballern? Der lebt immer noch. Ist er jetzt tot? Sag mal. Jawoll. Und das Bein ab. So gehört sich das. So, kann ich jetzt in Ruhe mal hier nachgucken? Dankeschön. So, hallo. Durchsuchen Daniel Weyen. Was liegst du denn hier so schön tot vor deinem Haus? Kavaranisten-Outfit und Mojave Express. Lieferauftrag. Oh, werden wir da jetzt was erfahren draus? Lieferauftrag 4 von 6. Wo ist denn das? Oder Hilfsmittel, ne? Nee. Sonst... Ah, die Maus. Sonstiges. Karawane. Stützbandage. Nee, das war unter Notizen oder sowas, ne? Sonstiges. Ja, Mojave Express Lieferauftrag. Liefern Sie das Paket, überführen Sie den Vegas Strip, dort wird Sie ein Vertreter. Bringen Sie die Bezahlung zu Johnson Nash in der Zweigstelle. 52 Lieferschein. 2 übergroße Würfel aus flexiblem Material. Aha. Ist aber nicht das. Okay, aber der wurde auch umgebracht. Warum auch immer. Ich gehe da mal rein, oder? Was ist das hier? Nix, okay. Mal gucken, ob hier was abgeht. Freund oder Feind? Jemand hier? Hallo? Ne, keiner hier. Können wir irgendwann mitnehmen? Ein steht der Roboter. Ich hatte ja jetzt ein paar Punkte in Reparieren gesteckt. Vielleicht reicht es sogar. Warte mal, hierbei handelt sich um... Oder, ne? Versuchen wir es mal. Einige der müssen rekalibriert oder ersetzt werden, aber es sieht ganz aus... 65. Oh Gott. Dann lassen wir lieber in Ruhe. Okay, das ist leer. Radio. Sonst was. Oh, da waren welche wohl gerade am Essen. Der Briefkasten ist auch leer. Und das ist alles Stehlen hier. Was soll denn das schon wieder? Ist doch keiner hier. Warum ist das Stehlen?
Naja, wurscht. Okay, also hier drin kriegen wir schon mal nichts. Dann gehen wir mal hier zu Vicky und Vance. Aber wir können erstmal die Leute hier aus... Oh. Den habe ich wohl ein bisschen zugesetzt. So, die republikanischen irgendwas Dollar. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was bringen. Nochmal eine Pistole, Korken. Brauchen wir nicht. Nee, den Helm brauchen wir auch nicht. Das Edo. Ah, Stimpack ist gut, das brauchen wir. So, was hatte der andere dabei? Gucken wir mal. Auch wieder Dollar. Ich nehme es einfach mal mit. Ich glaube, die wiegen ja nichts. Dynamit. Oh. Eine Hockeymaske. Aha. Kleinkadier. Oh, dann können wir unseres reparieren. Das ist gut. Okay. So, gucken wir nochmal fix hier nach. Gegenstände, Waffen. Ja, die Pistole könnten wir mal ein bisschen reparieren hier. Zack. 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 So gut wie neu. Der Revolver können wir reparieren. So. Dann machen nämlich auch mehr Schaden, die Sachen, wenn sie halt wieder repariert sind. Also zum Beispiel, der macht jetzt 11 Schaden, der macht 9 Schaden. Wenn ich es jetzt repariere, dann macht er 12 Schaden. Ja. Deswegen ist immer ganz gut, wenn man die Sachen wieder alle repariert. So, Hockeymaske. Wie sieht die denn aus? Jawohl. legt euch nicht mit uns an hier. Das könnt ihr nur bereuen. Ist hier was Schönes? Oh, Mülltonne ist so. Briefbeschwerer in der Mülltonne. Jawohl. Eine Stange Zigaretten, wir schmeißen sowas weg. So, mal gucken, was hier abgeht. Ob wir direkt unter Beschuss stehen oder ob die uns helfen wollen. Ich weiß nicht, was sie nach Prüm geführt hat, aber ich rate ihnen, wieder zu verschwinden. Die Stadt ist erledigt. Wer sind sie denn? Johnson Nash ist mein Name. Bin der Mann von Ruby Nash. Wir leben seit fast 8 Jahren in Prüm und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Ich bin eigentlich Händler, aber in letzter Zeit gibt es nicht viel zu tun. Außerdem führe ich die Niederlassung des Mojave Express hier. Hat sie eben gerade irgendwie angehört wie abgelesen. Ich bin ein Kurier. Tja, ich habe im Moment keine Arbeit für Sie. Tut mir leid. Aber ich bin gestorben wegen der Scheiße. Ich werde Ihnen sagen, was ich kann. Haben Sie vielleicht einen Lieferauftrag? Hatte ich den dabei? Ich gebe ihn. Oh, Sie reden also von einem dieser Pakete. Der Job war von Anfang an irgendwie seltsam, aber wir sind auf die Kronkorken angewiesen. Mhm. Man hat mir den Chip geklaut. Jetzt, wo Sie es erwähnen, jemand aus der Stadt war vor ein paar Nächten draußen auf der Suche nach Brauchbarem. Er meinte, er hätte einen Typen mit einem schicken Anzug und ein paar dieser Großkernschläger gesehen, die über einen Chip redeten. Mhm, okay. Da sollten Sie sich am besten an Deputy Beagle halten. Der hat Sie beobachtet, seit Sie aufgetaucht sind. Und er war beim Bison's Tief, als Ihr hübscher Freund hier vorbeigekommen ist. Aha. Vielleicht hat er auch mitbekommen, wohin Sie wollten. Das ist natürlich geil. Lassen Sie... Nee, werde ich schon nicht. Alles klar. Was steht denn mit einer Waffe hier? Ich kann meine Waffe... Ja, aus gutem Willen. Ich kann meine Waffe nicht ablehnen. Steck sie weg. Geht nicht. Verdammt. Howdy. Howdy, Partner. Wie geht's dir? Tolle Stadt. Ja, voll geil, Mann. Hast du einen durchgezogen, oder was? Warte, du machst mich voll nervös mit deiner Waffe. So, wo ist denn der Deputy hier? Oh, ein Roboter. Prim Slim. Howdy, Partner. Howdy, Partner. Casino-Museum, Vicky und Vance. Vicky, nee, das will ich jetzt nicht. Ich will zum Sheriff. Der hat Informationen. Ist der hier oben drinne? Nee, aber... Da juckt's mich in den Fingern. Da will ich eigentlich rein und das sofort alles ausräumen. Howdy. Howdy, Partner. Wie geht's dir so? Howdy. Wohne? Howdy. Kannst du was anderes sagen? Bevor die Pulverbanditen in die Stadt gekommen sind, war Johnson Nash für den Laden und die Station des Mojave Express zuständig. Oh. Och, Mann. Howdy. Howdy, Partner. Könnt ihr auch was anderes sagen? Ist hier irgendwas Schönes abzugreifen? Warum ist das immer klauen, wenn ich hier was umsonst mitnehmen möchte? Mensch. Wer bist du? Auch noch ein Bewohner? Howdy, Partner. Wie geht's hier? Ach, das ist Ruby Nash, das ist die Frau. Hallo auch. Was führt Sie nach Prim? Wer sind Sie? Ich bin Ruby Nash. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Mann und ich leben schon lange in Prim. Er betrachtet sich als Händler. Ich kenne mich in der Küche aus. Mhm. Was kochen Sie denn Schönes? Meine Spezialität ist Red Skorpion Giftschmortopf. Ist leckerer, als es klingt. Das Gift hat ein scharfes, rauchiges Aroma. Und es betäubt Ihren Mund so sehr,
dass sie gleich vergessen, dass sie eine Zunge hatten. Ja, weil sie bestimmt abgebissen und runtergeschluckt haben. Wenn sie keine Stellen im Mund haben, durch die das Gift in ihre Blutbahn gelangt, ist alles in Ordnung. Ansonsten sind sie tot. Ach ja. Ja, dann gib mir mal so einen Top. Tschüss. Würde ich gerne mal probieren. So. Wo ist denn hier dieser komische Deputy? Ach so, ich sollte vielleicht mal den Pfeil... Howdy, Partner! Ich sollte vielleicht mal dem Pfeil da unten folgen. Ich soll nämlich da rein, in dieses komische Casino. Was ist das denn? Ach, da ist so ein Strohballen. Dachte schon, was ist denn ein Grafikfehler da? Ah, so schön, das Spiel. Mal gucken, was wir hier machen können. Ob wir drauf gehen oder nicht. Hallo. Oh. Ich hab dich! Da wollte er gerade TNT schmeißen. Tja, nicht mit mir, mein Freund und Spargelsteher. So, kommt da noch jemand? Nee, alles klar. Lass mich doch mal durch hier. Das ist ein Computer, ich will hacken. Hacken. Okay, ja, ich weiß, wie man die hackt. Ja, mach schneller. So, genau, Kennwort. Okay, also, wer Fallout 3 gesehen hat, das Let's Play von mir, der weiß, wie das funktioniert. Ansonsten, man muss hier sind Wörter drin. Man kann jetzt eins anklicken, zum Beispiel ich nehme jetzt einmal Origins. Und dann sagt er mir, dass 2 von den 7 Buchstaben korrekt waren. Und jetzt habe ich noch 3 Versuche, um halt nach einem Wort zu gucken, was halt 2 Buchstaben gleich hat quasi. Und das ist manchmal nicht ganz so leicht. Das war sogar nur 1 von 7, okay. 5 von 7. Aber ich habe nur noch einen Versuch übrig. Das Problem ist jetzt eben, ich habe nur noch einen Versuch. Das ist wie mit der PIN, wenn ich die 3-mal falsch eingebe, zack, wird gesperrt. Deswegen, als Tipp, man macht einfach aus und geht wieder von vorne rein. Und dann, bla bla, mach weiter. Los, komm schon. Ja, los. Und jetzt hat man nämlich wieder 4 Versuche. Ist zwar dann wieder ein anderes Passwort, aber so kann man es immer wieder versuchen. Die Klein, 2 von 7. Ceiling, 2 von 7. Dealing, 3 von 7. Okay. Ja, ich habe eben gerade nur wild rumgeklickt und nichts versucht. Ja, ist ja... Oh, ist ja gut. Jetzt ist das aufgehangen, oder? Scheiße. Jetzt hat sich gerade das Spiel aufgehangen. Ja, komm schon. Ja, alles schon gesehen. So. Where wanting. 2 von 7. Okay. Dann nehmen wir mal Lurking. 1 von 7 nur. Dann 0 von 7. Ach Gott. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich habe das irgendwie einfach in Erinnerung. Oh Mann. Komm schon. Komm schon, schneller. Ich habe keine Zeit. Ja. So. Nehmen wir mal direkt das erste. 100. 0 von 7. Okay. Also kannst schon mal kein H haben eigentlich. Nehmen wir das so. 2 von 7. Juhu! Es war easy peasy. Direkt beim ersten Versuch. Weiß gar nicht, was ihr wollt. Aha. Und? Schloss entriegeln. Okay. Ja, Freigabe bestätigt. Okay. Ja, irgendwas hat das jetzt aufgemacht. Für irgendwas war das nämlich gut. Was ist hier denn Schönes drin? Ne, das brauchen wir alles nicht. Ah, ich glaube, für die Tür war das. Aber wir müssen mal Licht anmachen hier. Oh! Ich glaube, da liegt schon ein paar Tage hier. Was ist denn hier Schönes drin? Oh, lecker Steak. Ist bestimmt gut, wenn er schon seit 200 Jahren da im Kühlschrank gammelt. Bier? Ja, den Rest brauchen wir nicht. Ah, safe. Mindestens 50. Scheiße. Erste-Hilfe-Kasten ist immer gut. Wasser, Spritze. Ja, nehmen wir einfach mal alles mit. Sonst noch was? 9 mm zum Reparieren ist gut. Medex, super. Oh, Alter! Wo ist er? Nimm das, du Lutscher! Erschreckt er mich ja einfach. Oh Mann. So, noch was Schönes? Verbranntes Buch? Nee. Okay. Was hast du denn Schönes dabei gehabt? Wieder ein paar Dollar, Pistole, Fleisch, Korken. Der Helm brauchen wir nicht, aber ein Stintpack. Alles klar, weiter geht's. Obwohl, nee, ich sehe gerade, ich bin schon völlig über der Zeit. Ja, dann vielen Dank fürs Reinschauen, bis zur nächsten Folge.